Also, ich glaube, es war irgendwie nicht unser Tag heute, so wie das Spiel lief. Unabhängig jetzt mal vom Ergebnis sind wir nicht so in das Spiel reingekommen, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Allerdings wusste ich schon auch vorm Spiel, dass es nicht ganz so einfach sein wird, so dass die Automatismen alle immer greifen. 4 Monate irgendwie nicht zusammen gewesen. Und dann gab es heute ja bewusst natürlich auch wieder ein paar Wechsel innerhalb der Mannschaft und von daher ist unser Spiel nicht so rund gelaufen wie normalerweise. In der ersten Halbzeit haben wir den Gegner natürlich auch ein bisschen stark gemacht durch, ich glaube, eine ganze Reihe von einfachen Ballverlusten, die wir hatten und den Gegner dann eben auch selbstbewusster gemacht. Und was in der ersten Halbzeit sicherlich auch nicht gut war von einigen, so diese Körpersprache, diese Dominanz auszustrahlen, die wir normalerweise haben, diese Sicherheit und auch dieses Verantwortungsgefühl, da auch richtig dagegen zu halten. Also, und da war es in der Halbzeit natürlich auch so, dass wir eigentlich zu Recht auch in Rückstand geraten sind, weil wir eigentlich auch keinen Druck so richtig nach vorne entfachen konnten und zu wenig schnell auch nach vorne gespielt haben. Es waren ein paar junge Spieler auf dem Platz heute und für die ist das natürlich auch eine gute Erfahrung, mal in so einem Spiel, vor so einer Kulisse gegen so einen starken Gegner eben auch zu spielen. Also auch da wird es natürlich auch die nächsten Wochen und Monate wieder Fortschritte geben, aber ich glaube, heute ist uns nicht so vieles gelungen wie zuletzt in den letzten Monaten. Ja, also sagen wir mal so, natürlich wollte man das so ein Spiel wie wir jetzt nicht verlieren, obwohl ich immer sage, auch dann das Ergebnis ist jetzt mal so ein bisschen hinten angestellt, also andere Dinge, die einfach auch wichtig sind, dass man an viele Dinge arbeitet. Das haben wir auch schon nach dem Spiel gegen Spanien gesehen, dass wir daran arbeiten müssen. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, das ist immer so. Ich meine, wenn die Nationalmannschaft manchmal so lange nicht zusammenspielt und so lange Pause ist, dann ist für uns immer vom Turnier das Trainingslager irgendwie wichtig, mal 14 Tage am Stück dann einfach auch mal wieder zu trainieren und manche Dinge einzuschleifen. Das muss man schon auch immer wieder tun. Und jetzt, ja, jetzt haben wir das Spiel verloren. Das, damit kann ich jetzt trotzdem auch gut leben. Dass man an manche Dinge wirklich auch an 3, 4 Punkten wirklich auch sehr, sehr intensiv arbeiten müssen, das ist klar. Was war das zum Schluss? Habe ich akustisch schlecht verstanden? Also die Schüsse waren sehr schwach. 3-mal habe ich mir Schüsse erzählt. Schüsse. Und ja, ah, ja, genau, die Torschüsse meine ich. Und keiner ins Tor, ja, das stimmt. Ja. Nein, also ja, wenn die brasilianische Seele jetzt so ein bisschen für einige Wochen ihren Frieden findet nach dem 7:1, ist das absolut okay. Das war ja jetzt auch so zu erwarten, dass Brasilien natürlich sagen wir, mit wahnsinniger Motivation ins Spiel geht und mit unglaublichem Einsatz und mit einer ganz, ganz hohen Konzentration. Das war ja zu erwarten nach einem 7:1. In der Wahrnehmung für sie in diesem Spiel war natürlich mit der Hoffnung verbunden, durch einen Sieg so diese Niederlage ein bisschen auszumerzen. Ja. Auf der anderen Seite sage ich auch, hätte wahrscheinlich auch ein bisschen Sorge und ein bisschen Angst bei den Brasilianern auch mitgespielt, dass es sich vielleicht auch wieder das Spiel nicht so läuft, dass sie verlieren. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass wir gerade am Anfang die ersten 15 oder 20 Minuten eben das so umsetzen können, wie wir es normalerweise machen in unserem Spiel, dass die Brasilianer hinterherlaufen müssen, was wir schaffen, wenn wir gut sind, wenn wir Dinge machen, die wir eigentlich auch können, dann läuft eigentlich der Gegner sehr, sehr viel hinterher und es wird für den Gegner wahnsinnig schwierig, die Räume irgendwie alle zuzuschließen. Aber wir haben es auch so in der Raumaufteilung nicht so gut gemacht, waren viele Spieler hinterm Ball, dann war irgendwie eine Lücke im Mittelfeld, vorne waren wir ein bisschen zu wenig, das hätte Brasilianer so ein bisschen in die Karten gespielt und mit dem 1:0 sind sie dann natürlich auch ein bisschen selbstbewusster wieder geworden. Noch die ersten 15 Minuten ist relativ wenig passiert im Vergleich zum Spanien-Spiel. Ja, was aber relativ wenig Toraktionen, beide Mannschaften haben versucht, erstmal Ruhe irgendwie in ihr Spiel zu bringen, aber das war nicht unbedingt unser Ansehen oder unsere Intention, sondern wir wollten eigentlich am Anfang druckvoll nach vorne spielen. Aber ist uns nicht gelungen, wir haben zu viele Bälle zurückgespielt zum Tor.
Nein, das bereitet mir jetzt keine Sorgen. Mir bereitet eigentlich kaum was große Sorgen. Weil ich sehe, ich weiß, dass die Mannschaft zu ganz anderem fähig ist. Jede Mannschaft, egal, selbst wie eingespielt sie auch ist, hat ja immer mal irgendwie auch einen Tag, wo es eben auch nicht so läuft. Aber ich weiß, was wir können und was wir spielen können und welche Mentalität wir auch in der Mannschaft haben. Deswegen mache ich mir jetzt keine Sorge, weil wir jetzt mal 1-0 gegen Brasilien verloren haben. Im Übrigen haben wir, glaube ich, auch 2014 im März verloren und 2010 auch. Und gegen Chile war man ganz schlecht, da war Chile eindeutig besser. So war es jetzt heute nicht ganz, aber wir, Sie können sicher sein, dass wir uns steigern. Doch, in der zweiten Halbzeit habe ich schon auch bessere Aktionen gesehen, auch ein bisschen mehr Zug nach vorne, ein bisschen mehr Zweikampfintensität, das habe ich schon auch gesehen. Ja? Auch eine andere Körpersprache, also wir wollten schon auch irgendwie das Spiel noch umdrehen oder nicht verlieren, das habe ich schon gesehen. In der ersten Halbzeit war man das nur von einigen zu wenig, aber in der zweiten Halbzeit war es dann zumindest so, dass man sah, dass die Mannschaft da wirklich auch bemüht ist. Über das Bemühen sind wir nicht so rausgekommen, aber man hat schon auch gemerkt, dass die Mannschaft das Ergebnis drehen will. Brasilien ist, glaube ich, in der Offensive insgesamt gefährlicher geworden, also vor allen Dingen im Umschaltspiel, weil sie Spieler haben wie William, Douglas Costa, der reinkam, Gabriel, das sind alles sehr, sehr schnelle Spieler, Coutinho am Ball sehr, sehr gut auf engem Raum, also sind Spieler, die wahnsinnig Zug zum Tor haben. Und ich glaube, dass Brasilien dahingegen stärker geworden ist. Sie sind auch in der Defensive insgesamt ja stabiler gewesen, nicht nur jetzt in dem Spiel, sondern wenn man mal die letzten 2 Jahre nimmt, in der Qualifikation insgesamt, das ist ja der Maßstab. Und der Maßstab ist jetzt auch nicht ein 7-1, weil jeder weiß, so einen Tag wie Brasilien erlebt hat in dem Halbfinale, das, ja, die sind ja irgendwie nach dem 2-0 halt dann völlig konsterniert gewesen und auseinandergefallen. Ja, wir waren gut, aber Brasilien war irgendwie geschockt und damit passieren natürlich auch ein paar Tore plötzlich, mit dem vielleicht keiner rechnet, obwohl sie damals ja auch im Turnier vorher eine gute Defensive hatten. Aber sie sind als Mannschaft, glaube ich, dass sie versuchen, besser zu verteidigen, dass das ja ein Ansatzpunkt war, 7-1 zu Hause verloren, dass er dann, der Tite hat gesagt, wir müssen alle verteidigen, alle, auch die Stürmer vorne müssen mit zurück, also sie sind schon, glaube ich, insgesamt ein bisschen gefestigter, disziplinierter und nach vorne hin individuell, logischerweise wirklich auch sehr, sehr gut, also von daher sind sie schon auch, glaube ich, sehr gefährlich und natürlich, wie immer, ich auch schon mal, ja, die letzten Wochen, Monaten sage, natürlich auch ein Mitfavorit auf den Titel. Da gibt es mehrere, ja.